Etwa 800 Flüchtlinge haben das Wochenende in diesem Camp in der Provinz Aceh verbracht. Die meisten von ihnen stammen aus Burma oder Bangladesch. Sie waren am Freitag vor der indonesischen Küste von Fischern gerettet worden, als ihr Schiff zu sinken drohte. Wie hier vor Thailand hat auch die Küstenwache in den indonesischen Gewässern erneut ein Flüchtlingsboot abgewiesen. Die Küste der indonesischen Provinz Aceh wird mittlerweile von Kriegsschiffen und einem Flugzeug überwacht. In den Camps haben es besonders die Rohingya schwer. Die muslimische Minderheit aus Burma ist offiziell staatenlos und auch in den Flüchtlingslagern wird sie ausgegrenzt. Sie streiten sich und kommen nicht miteinander klar. Deshalb haben wir die beiden Gruppen voneinander getrennt. Die Burmesen sind hier, die Bangladescher dort, damit es keinen Ärger gibt. Die Geflohenen sollen 2 Monate lang auf See gewesen und von der malaysischen Marine abgewiesen worden sein. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Allein in der vergangenen Woche waren fast 3000 Flüchtlinge an den Küsten Indonesiens, Malaysias und Thailands angekommen. Seitdem machen die Staaten ihre Grenzen zu und die wenigsten Flüchtlinge schaffen es bis hierher.